Hier ist euer Kido Otto 1. Heute melde ich mich mit einem Rundgang durch den Christkindlmarkt von Scheiern 2023. Er ist vom 2. bis zum 3. Dezember 2023 und das ist geboten. Hier gleich heiße Maroni. Bei diesen winterlichen Verhältnissen tut das sehr gut. Kleine Handwärmer und lecker sind es auch. Hier ist der Brielhof, Klostergut Scheiern. Hier gibt es zum Beispiel Bio-Ziegensalami. Hier hinten Adventskalender, Socken. Hier ebenfalls Socken und vieles mehr handgemacht. Was haben wir hier Schönes? Ja, es ist Deko für den Adventskranz. Und hier kann man reingehen, so ein Bücherflohmarkt und Kunsthandwerkermarkt. Eintritt kostenlos. Dann neben den heißen Maronis haben wir Marmelade. Selbstgemachte Marmelade. Ich kann nicht auf alles eingehen, weil hier zum Beispiel gibt's Suppe. Weil so viel Zeug ist, was gemacht worden ist, dass ich nicht alles, also Imker Thomas Thurmer, hier gibt es aus eigener Imkerei verschiedene Sachen. Und hier selbstgebranntes Keramik, Ton. Gefolgt Weihnachtssterne, Weihnachtshäuschen, viele kleine Lichter. Und dann haben wir hier gibt es einen heißen Kakao vom Kindergarten. Froschkönig. Hier das Kloster von Scheiern. Und hier gibt es Topfwärmer zum Beispiel, Taschen. Hier gibt es Karten, Weihnachtskarten, Geburtstagskarten, was das Herz begehrt. Daneben wieder selbstgemachtes. Und hier für draußen Außendeko. Stirnbänder, Taschen in den Nebenstand. Hier ebenfalls Weihnachtsdeko. Und Wiesender Lebkuchen. Und hier verschiedene Teesorten. Dann geht's weiter. Hier gibt's Glühwein. Bei den Temperaturen. Den Rundgang von 2022 findet ihr übrigens ebenfalls auf meinem Kanal. Und da seht ihr, dass da noch kein Schnee war. Da war es irgendwie noch angenehmer. Der Kaffeestandl. Gefolgt von der Klosterbrauerei Scheiern. Was gibt's da alles? Bratwürste zum Beispiel, auch wieder Glühwein. Adventsgrenze, die gibt's hier. Oh, selbstgemachte kleine Schüchchen. Und hier Schmuck, Ketten, Ringe. Gegenüberliegend davon Schilder, Tassen, Kerzen, Duftstäbchen. Und hier ebenfalls noch Schmuck. Im Hintergrund noch das Kloster. Es ist momentan so viel Schnee rumliegend, seit 2006 nicht mehr.
ist schon der Wahnsinn. Auf einmal hat es über 20 cm Neuschnee. Hier ebenfalls Schmuck. Selbstgemachtes Keramik. Für innen und außen. Hier gibt es Waffeln. Waffeln, Apfelsaft vom Pfarrkindergarten St. Martin. Und dann hier Kerzen und verschiedene Dekosachen für Weihnachten. Und hier Vogelhäuschen. Gefolgt von alles aus Holz. Hier Gestecke. Hier Grippen und Glühmosten gibt es hier. Feuerzangenbowle. Die gibt es hier. Und dann gehen wir noch hier runter. Da haben wir hier noch an der Ecke Bratwürste, Glühwein auch wieder, ebenfalls von der Klosterbrauerei Scheiern. Hier verschiedene Wurstsorten. Und jetzt nähern wir uns bereits dem Ende. Hier wieder für außen schöne Holzdekorationen oder auch für innen. Hier schöne Lichterketten. Und hier ebenfalls Dekoration. Der Stand hat leider geschlossen. Und hier noch indisches Design. Indische Teppiche, indischer Schmuck. Hier wieder alles handgemacht und das war der Rundgang durch den Christkindlmarkt oder auch Weihnachtsmarkt von Scheiern 2023. Weitere Videos findet ihr auf meinem Kanal. Einfach mal durchstöbern. In der Playlist, die hier eingeblendet wird, findet ihr verschiedene Rundgang-Videos. Meinen Kanal könnt ihr auch gerne abonnieren. Einfach dann auf das Logo klicken und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Akido 881.